Liebe Freunde und ganz herzlich willkommen von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern, hätte ich fast gesagt. Nein, diesmal ist es nicht live, sondern aufgezeichnet. Hier ist Peru Place, ich bin der Peru und zum letzten Mal auf Twitch. Ihr habt gesehen, dass ich am diesem Donnerstag den Twitch-Stream habe ausfallen lassen, also gesamt die Streams. Das wird auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen der Fall sein. Ich habe mir eine reifliche Überlegung überlegt, und mich entschlossen, Twitch zu verlassen. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich nicht sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen bei Twitch. Zudem sehe ich aber auch, dass andere Kanäle mit, Entschuldigung, Brüsten und Hintern auf Deutsch gesagt, da eine größere Zugkraft haben. Und leider ist auch der Kundenservice leider mehr als mangelhaft. Ich bin seit fast 2 Monaten wieder Affiliate, das habe ich sogar schriftlich bestätigt bekommen von Twitch. Bis heute konntet ihr keine Abos mehr abschließen und auch keine weitere Leistung, beziehungsweise ich konnte diesen Kanal auch seit 2 Monaten nicht monetarisieren. Die Endlösung von Twitch war, selbst nach Androhung von Rechtsschritten, ich solle doch den Onboarding-Prozess nochmal ganz von vorne beginnen. Nein, natürlich nicht. Und deshalb, wie gesagt, liebe Freunde, das ist jetzt nicht geskriptet, sorry Freunde, werde ich diesen Kanal verlassen. Das ist mein letztes Lebenszeichen. Peru Plays ist nicht tot. Peru Plays pausiert. Ich muss mir jetzt ein bisschen was überlegen. Ich bin ja leider durch die Xbox genötigt, Twitch zu verwenden. Das werde ich natürlich in Zukunft zu verhindern wissen. In welcher Form ich das mache, überlege ich mir jetzt. Das werde ich jetzt die Zeit dafür nutzen. Vielleicht steigen wir auch wieder auf die PlayStation um. Da habe ich ja die freie Auswahl, wo ich streame, aber Twitch wird es definitiv nicht mehr sein. Es tut mir sehr leid für all die, die mir auf Twitch gefolgt sind. Und bei euch möchte ich mich auch nochmal bedanken für die jahrelange Unterstützung hier bei Twitch. Ihr wart mir am liebsten und ich habe es gern für euch gemacht, die Sendungen, die Streams. Aber leider denkt Twitch nicht so. Denen ist es egal, wie viele Jahre du dabei bist. Hauptsache, die Kohle stimmt. Und ja, wie gesagt, unter den genannten Umständen habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Deshalb danke für die jahrelange Treue von vielen Zuschauern. Wir sehen uns wieder an anderer Stelle. Und Twitch, danke für nichts. Macht's gut.